Das gestohlene Gesicht. Hörspiel von Jörg Liebenfels. Ein festes Zuhause habe ich schon seit langem nicht mehr. Nacht für Nacht hetze ich von Versteck zu Versteck. Mein Job ist genauso hart und so grausam wie mein Leben. Entweder bin ich vor den fanatischen Azatot-Anhängern auf der Flucht, oder ich versuche meinen erbarmungslosen Skalpjägern in halsbrecherischen Verfolgungsjagden zu Lande, zu Wasser und in der Luft den Garaus zu machen. Frauen, denen ich ohne Vorwarnung entgegentrete, retten sich zumeist in einer Ohnmacht. Ausnahmen bestätigen die Regel. Zuweilen ist die weibliche Neugier größer als die Angst. Den meisten Männern würde es ein höllisches Vergnügen bereiten, mich abzuknallen. Ob ich will oder nicht, ich provoziere ihre Jagdleidenschaft und ihre Killerinstinkte. Sie sind ohne Ausnahme wie wild hinter mir als Trophäe her. Eine Supertrophäe zugegeben. Keiner kennt meinen Namen. Meine Verfolger nennen mich nur das Monster. Klingt alles zu sehr nach Kindtop? Das ist gar nicht so falsch. Es geht tatsächlich um Kino. Alles in meinem Leben dreht sich um Film, ob ich will oder nicht. Was bleibt mir denn anderes übrig? Es begann mit der internationalen Koproduktion von Der Drachenmann. 3 Staffeln zu 12 Folgen plus Pilotfilm. Und ich, Stefan Ahland, spiele die Hauptrolle. Stefan Ahland, bitte in die Maske. Ach, 3 Stunden dauert die Prozedur, wenn mir Georg Krestan, der Chefmaskenbildner, mit medizinischem Gel die vorgefertigten Latexteile der Schreckensfratze ins Gesicht klebt. Bisher wurde Drachenmann in 68 Länder verkauft. In Japan bekam ich den Fuji in Gold. Als beliebtester Monster. Stefan Ahland, bitte in die Maske. Stefan Ahland, bitte in die Maske. Laut Dispo steht uns wieder eine heiße Drehwoche bevor, Stefan. Tja, time is money. Wie war dein Wochenende? Och du, prima. Meine Freundin hat mir bloß eine Eifersuchtsszene statt der üblichen 3 gemacht. Und dann ist sie anschließend mit dem Flieger nach Paris. Deine neue Partnerin kann eine Frau auch ganz schön nervös machen. Diese Daniela Lerdon ist ein Weib zwischen Himmel und Hölle. Du meinst eine moderne Hexe? Mhm. Jedenfalls seid ihr ein aufregendes Paar vor der Kamera. Eine Neuauflage von Die Schöne und das Biest. Mhm. Irgendwie ist mir diese Frau unheimlich. Was hast du Schönes getrieben? Naja, ich habe mich mit den Entwürfen für deine neue Monstermaske abgeplagt. Ah, für den Torollomann. Für den Torollomann. Schließlich soll sie was Besonderes werden. Unser neuer Superschocker. Du schaffst das schon, Georg. Weißt du, warum das Frankenstein-Outfit von Boris Karloff... William Henry Pratt übrigens, mit bürgerlichem Namen. Ach nee. Mhm. Auf jeden Fall, warum das so zeitlos genial ist? Nee. Weil es genauso wie die unheimliche Mumie ganz aus seinem Alltagsgesicht entwickelt wurde. Ja, genau. Ein Monster darf nicht bloß schaurig sein. Mhm. Es muss auch das Mitgefühl des Zuschauers wecken, sonst taugt es nichts. Aber genau das ist dir ja mit meiner jetzigen Monstermaske auch gelungen. Oh, danke für die Blumen am frühen Morgen. Aber der Torollomann soll vom optischen her noch viel lebensechter und unheilbringender werden. Meinst unheimlicher? Was habe ich gesagt? Unheilbringender. Na, das hätte uns gerade noch gefehlt. Ich klopfe mal lieber auf Holz. Ja. So, und jetzt sei mal kurz still und halt den Mund, sonst kleben deine Lippen so fest zusammen, dass wir sie nicht einmal mit einem Stemmeisen auseinanderkriegen. Reizende Aussicht. Psst, ruhig jetzt. Ein entstelltes Menschenantlitz, also die Abweichung vom Normalen, vermag am unmittelbarsten unser Entsetzen oder unseren Abscheu zu erregen. Mm. Mehr als jede noch so monströse Fratze. Narbenwülste, verbranntes Fleisch und wuchernde Haut empfinden wir als ebenso abstoßend wie unheimlich. Mm.
Der Grund dafür liegt vermutlich in der Angst, dass uns eines Tages etwas ähnlich Entsetzliches zustoßen könnte. Naja, in unserer chaotischen Welt ist man ja tatsächlich nirgendwo mehr sicher. Anschläge von Terroristen, Extremisten, Nationalisten, Neonazis. Idiot, verdammter! Lebensmüde oder was? Idiot. Idiot! Wie bitte? Oh, entschuldige. Hey. Oh Gott, war wohl ein Moment abgetaucht. Stell dir vor, gestern Abend bin ich mit meinem Porsche um mein Haar in einen Kühltransporter gekracht, der plötzlich ausscherte. Ich kann mir lebhaft vorstellen, welches Objekt der Begierde dich abgelenkt hat. Ach. Daniela Lerdon. Fehlanzeige. Mir war nur der Gedanke gekommen, dass besagter Kühlwagen vollgestopft mit Särgen sei. Mit Leichencontainern. Jetzt spinnst du aber total, Stefan. Na, Hauptsache, es hat nicht wirklich gekracht. Ich hatte mir schon unmittelbar vor diesem beinahe Unfall ausgemalt, was geschehen würde, wenn dieser Kühllaster in die Leitplanken krachen würde. Wie in einer Filmszene sah ich die Ladetüren aufsplittern und ein Dutzend Särge herausschießen, direkt auf mich zu. Das passt doch sehr gut zu unserem Horrorfilm. Die Sargdeckel sprangen in der Luft auf und die Leichen stürzten kopfüber heraus und kullerten übereinander. Dicke Wohlstandsleichen mit langen Finger- und Zehennägel, die ja bekanntlich nach dem Tod noch weiter wachsen. Am schaurigsten aber empfand ich, dass der Anhänger des Lasters sich in einen riesigen Mikrowellenstrahler verwandelte, der die starren Körper im Nu auftaute. Worauf dieser entweder auf das Doppelte ihres Volumens anschwollen oder wie erschlaffte Airbags in sich zusammensackten. Eine alte Frau fuhr mit dem spitzenbesetzten Ärmel ihres Totenhemdes wie ein Scheibenwischer über meiner Windschutzscheibe. Hin und her und hin. Und was hatten diese armen Toten in dem Dr. Mabuse-Express zu suchen? Hast du nicht darüber gelesen? Nö. Seit im Vereinigten Deutschland die Feuerbestattung immer beliebter wird, schaffen die Krematorien in manchen Großstädten das Pensum nicht mehr. Clevere Bestatter verfrachten deshalb ihre stummen Kunden in Kühltransporter und schicken sie kreuz und quer über die Autobahn. In Orte, die noch genügend Kapazität haben, um die Särge mitsamt Inhalt ordnungsgemäß zu kremieren. Ist ja ganz vernünftig, oder? Also wenn wir nicht gleich das Thema wechseln, klebe ich dir den Mund zu. Das Dumme daran ist nur, dass ich jetzt jedes Mal, wenn ich einen Kühllaster überhole, mir Gedanken darüber mache, ob er argentinisches Rindfleisch, holländisches Geflügel oder treudeutsche Leichen geladen hat. Das ist eine fixe Idee. Soll ich den Studioarzt rufen? Ach. Noch ist Zeit dazu. Das Einzige, was ich jetzt bräuchte, wäre ein Magenbitter. Dazu ist es zu spät. Ach, zu spät. Nee. Okay. Du fängst an, Nerven zu zeigen, Stefan. Das kenne ich gar nicht von dir. Ich auch nicht. War wohl ein bisschen viel in den letzten Monaten. Schwamm drüber, Monster haben zuweilen monströse Gedanken. Stefan Ahland, bitte ins Atelier. Stefan Ahland, bitte zum Set kommen. Hallo, Daniela. Oh, wenn Sie so plötzlich vor mir stehen, erschrecke ich jedes Mal wieder aufs Neue. Hinter Ihrer Maske verbirgt sich mehr als ein Filmmonster. Hm? Inwiefern? Na, ich weiß es noch nicht, aber ich werde es herausfinden. Hm. Klingt sehr verheißungsvoll. Erwarten Sie sich nicht zu viel. Im Bereich des fantastischen Films, sagt Tom White, müssen wir Schauspieler auch in uns selbst das Fantastische, das Fremde und Dunkle aufzuspüren versuchen. Ja, Tom genießt sowohl als Regisseur wie auch als Mensch mein vollstes Vertrauen. Er liebt seine Darsteller. Und Darstellerinnen. Hitchcock hat sie verachtet und gehasst. Vor allem kühle Blondinen waren Opfer seines erniedrigenden Humors. Oder seiner obsessiven Zuneigung, was noch grässlicher gewesen sein muss. Sagen Sie, Stefan, finden Sie mich eigentlich auch kühl? Sie sind eine perfekte Partnerin und Kollegin. Alles Weitere wage ich nicht zu beurteilen.
Wir stehen jetzt schon 2 Wochen gemeinsam vor der Kamera. Die Arbeit mit Ihnen macht Spaß. Sie sind ein Profi. Vielleicht sollten wir zusammen überlegen, wie wir glaubhaft die große Liebesszene zwischen Monster und Normalfrau spielen können. Einer sehr attraktiven Frau. Während der Arbeit halten Komplimente nur auf. Wären sie doch ziemlich kühl. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht? Naja, das übliche Karpfenmagenknutsche mit schiefgequetschten Nasen und Speichelfäden im Gegenlicht, wie man das allabendlich auf den Bildschirmen sehen kann, fällt bei uns ja schon mal weg. Und mit den ausschwenkbaren Mörderkrallen in meinen Monsterpranken gibt es auch kein Gefummel. Und was bleibt dann noch? Die unheimliche Zärtlichkeit der dritten Art. Und wie sieht diese unheimliche Zärtlichkeit aus? Das müssen wir gemeinsam herausfinden. Da bin ich aber gespannt. Ich auch. Dekoration ist fertig. Licht brennt. Wir können, wir wollen, wir müssen. Stellt euch bitte auf eure Position. Tom White möchte eine Probe. Wir ziehen die Einstellung vor, wo es dir auf dem verrückten Maskenball nicht gelingt, dich als Monster zu demaskieren. Einmal Monster, immer Monster. Alles okay, Stefan? Du weißt, Bona Lisa, für dich tue ich alles. Die Hälfte würde mir genügen, wenn ich bloß Zeit dafür hätte. Es ist eingerichtet, Leute. Er ist die beste Regieassistentin, die ich je hatte. Wie kam sie zu dem Spitznamen Bona Lisa? Ganz einfach. Sie heißt Lisa und kommt aus Bonn. Entschuldigt bitte, es dauert noch ein Momentchen. Die Kamera sagt Bescheid. Nach 3 Staffeln Drachenmann, haben Sie denn nicht manchmal Angst, Sie kriegen die Maske gar nicht mehr runter? Sie meinen? Dass sich das Zeug festfrisst, an den Wangen festklebt, für immer. Für immer? Sie haben vielleicht Humor. Unsere Haut ist ein sehr komplexes, sensitives, eigenwilliges Sinnesorgan. Zuweilen reagiert es auf Stress nicht nur mit Allergien, sondern auch mit rätselhaften, logisch nicht erklärbaren Reaktionen. Wir können, wir wollen, wir müssen! Kommt es zu Phänomenen, die ebenso erschreckend wie unheimlich sind. Ich kenne mich da aus. Ruhe bitte! Ab, Leute! War das ein Tag? Ja, flotter 12-Stunden-Tag. Hier. Danke. Ich kriege immer meine Wut, wenn ich von Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich quatschen höre. Da wäre die Filmindustrie längst tot. Mausetot. Ich hatte keinen Aussetzer, keinen einzigen Versprecher. Nichts. Alles lief wie geschmiert. Und jetzt auch noch Abschminkrekord. Wir haben diesmal bloß 47 Minuten gebraucht. Das ist spitze. Du, Stefan. Ja? Ich würde dir gerne die neue Horrormaske anprobieren, den Torollo-Mann. Ach du, morgen ist doch wegen der bevorstehenden Nachtaufnahmen um 18 Uhr Drehschluss. Da nehme ich mir Zeit, ja? Okay. Heute Abend habe ich noch was vor. Ach. Ihr Stammlokal? Hier stört uns keiner. Aber mich hier kennt sowieso niemand. Meine Freundin sagt immer, ich sei der Star ohne Gesicht. Ein prominenter Niemand. Auf der Straße würde sich keine Frau nach mir umdrehen, weil mich keiner erkennt. Populär bin ich nur als Verkörperung einer Horrorvision, als Monster. Macht Ihnen das zu schaffen? Laut Vertrag ist es mir streng untersagt, privat Interviews zu geben oder Autogramme zu schreiben. Nur so bleibt der Drachenmann etwas Besonderes. Der Monsterdarsteller mit dem mystischen Flair. Sie machen sich lustig über mich. Nichts liegt mir fern. Habe ich Ihnen schon gesagt, dass Sie auch ungeschminkt sehr hübsch sind? Danke. Aber nun wollen Sie wahrscheinlich wissen, was es mit diesen unheimlichen Hautreaktionen auf sich hat, von denen ich heute Morgen im Studio gesprochen habe. Am besten, Sie vergessen die ganze Sache. Das ist unfair. Na, besser unfair als ein verdorbener Abend. Bevor ich die weibliche Hauptrolle in unserem, wie ich hoffe, gehobenen Horrorfilm annahm, habe ich mich für einschlägige Literatur interessiert. Howard Philip Lovecraft. Ah, Algernon Blackwood. Sie kennen sich aus. Unwillkürlich beginnt man sich dabei auch für magische Praktiken zu interessieren. Können Sie sich etwas unter Transplantatio Morbogum vorstellen? Eine Verpflanzung von... Krankheiten auf ein gleichsam als Sündenbock wirkendes Lebewesen, durch die der eigentliche Patient geheilt wird. Ich verstehe. Als ich vor 1,5 Jahren in Indonesien trete, besuchte ich mit Bona Lisa heimlich einen berühmten Eingeborenen-Zauberer.
Herr, die Frau eines Jugger, eines unserer Wächter, hatte ihm den Tod gewünscht. Als sie sah, dass er bei uns Filmleuten ganz gutes Geld verdiente, wollte sie ihren Fluch rückgängig machen. Aber das war nur durch eine spezielle Guna-Guna-Zeremonie zu bewerkstelligen. Guna-Guna. Ein Wort, bei dessen Klang sich die Nackenhaare der meisten Eingeborenen sträuben. Man kann das mit schwarzer, aber auch mit weißer Magie übersetzen. Als besagte Frau musste ein Opfertier, einen Hahn mitbringen. Ich sehe alles noch genau vor mir. Als wir zu der bescheidenen Hütte des Magiers gelangten, spielte der laue Abendwind in den Jatti und Arendienbäumen. Um uns herum aber flirrte der totale Grillenwahnsinn. Grillenwahnsinn? Ja. Tausende von Grillen erfüllten mit ihrem Gezirpe und mit ihrem schrillen Gerassel die Luft, sodass sie förmlich zu vibrieren schien. Nach einem großzügigen Geldgeschenk, mit dem wir uns die guten Geister gewogen machten, durften wir eintreten. Auf einem Tisch stand ein Glas mit fingerlangen Nadeln. Das Federvieh, das in der Kammer hin und her lief, begann ängstlich mit den Flügeln zu schlagen. Zu unserem Entsetzen sprang eine Nadel nach der anderen aus dem Glasbehälter, um sich pfeiltief in das Fleisch und in das Gefieder des Opfertieres einzubohren, bis es tot zu Boden fiel. Unser Wächter, der bis dahin von mysteriösen Schmerzattacken gepeinigt wurde, erfreute sich fortan wieder bester Gesundheit. Zum Sündenbock wurde in diesem Fall ein unschuldiger Hahn. Ich bin sehr froh, dass Sie diesen Dingen so aufgeschlossen gegenüberstehen. Wie sagte Tom White? Wir müssen auch in uns selbst das Fantastische, das Fremde und Dunkle aufzuspüren versuchen. Darauf sollten wir trinken. Wer einen Drehtag kennt, kennt alle. Ach, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Habe ich dir doch versprochen. Dreh den Kopf an. So. Gut, dass alle anderen weg sind. Die neue Monsterkreation ist top secret. Okay. Dann kannst du mir den Krötenschädel jetzt ja mal transplantieren. Transplantieren? Wie das klingt. Och, mir gefällt dieser Vergleich. Du löst die Maske von dem Gipsabguss meines Schädels und dann dann stülpst du sie mir kunstvoll über den Kopf. Danach sehe ich genauso schaurig aus wie vorher mein maskiertes alter Ego aus Gips und Latex. Unblutige Transplantation. Du siehst ja sowieso in deinem weißen Mantel wie ein Chirurg aus. Bin ich auch. Ein Gesichtschirurg ohne Skalpell. Aber statt Schönheits bist du Scheußlichkeitschirurg. So, du machst jetzt schon die Augen zu und guckst erst wieder, wenn ich es dir sage. Okay. So, und bis es soweit ist, möchte ich nochmal deine Story vom Torollo-Mann hören. Schließlich basiert die ganze Story darauf. Und ich muss schon noch ein bisschen mehr wissen, wenn die neue Schockermaske wirklich gut werden soll. Ja, das war damals. Da war ich noch in der Grundschule. Da begegnete mir auf dem Schulweg öfter ein Mann, dessen Gesicht durch seine Warzeninfektion ganz entstellt war. Jedenfalls nehme ich das als Grund an. Die Nase bestand aus einer Kolonie von Warzenknollen. Auch seine Stirne, die Wangen, das Kinn und der Hals waren mit verhornten Hautwucherungen übersät. Die Warzen saßen sogar auf seinen Augenlidern, so dass er sie nie ganz schließen konnte. Ein wahrer Horrorgedanke. Der Mann war gut gewachsen, fast sportlich. Er trug immer saubere Kleidung und hantierte stets nur mit weißen Handschuhen. Weißt du, wie Erich von Stroheim in Die große Illusion. Er kutschierte mit einem Fahrrad mit Anhänger durch die Gegend, um in Lokalen, Cafés, Arztpraxen und so weiter Torollos Lesezirkelmappen auszutragen. Meine Klassenkameraden und ich rannten hinter ihm her und riefen Warzenschwein. Warzenschwein! Ah Gott. Er hat uns nie bedroht oder beschimpft, er schwieg. Als hätte er infolge seines grausamen Schicksals auch die Sprache verloren. Einmal habe ich ihn hinter einer Eisbude heimlich weinen sehen und von da ab beteiligte ich mich nicht mehr an den Hänseleien.
Aber sie zu verhindern, vermochte ich auch nicht. Es war damals in Heidelberg, meine Geburtsstadt. Sein Selbsterhaltungstrieb muss übermenschlich gewesen sein. Ich an seiner Stelle, ich hätte mir wahrscheinlich das Leben genommen. Noch heute frage ich mich, ob in seinem Zimmer ein Spiegel hing. Ist er tot? Ich weiß es nicht. Er tauchte eines Tages auf und war eines Tages auch wieder verschwunden. Ich war damals 8 Jahre alt. So. Jetzt kommt der Moment. Oh Gott. So, halt mal an. Ja. Okay. Moment. Langsam. Erst müssen die Ohren und die Mundpartie richtig sitzen. Na nun, hab dich doch nicht so. So, so geht's. Na? Wie findest du dich? Um Gottes Willen, Stefan, was ist denn? Ich kriege keine Lust. Was hast du denn? Mein Gesicht. Ach, das bildest du dir nur ein. Die Haut brennt wie Feuer, mach das Ding weg draus. Langsam. Schnell, behalte dich. Frau Lerdon, wo kommen Sie denn her? Los, krieg doch das, mach doch runter. Ja, gleich haben wir es ja, nur keine Panik. Die Maske geht nicht ab. Hör auf, Trauen rumzuzerren, das macht es auch nicht besser. Oh, bleiben Sie ganz ruhig, Stefan, ganz ruhig. So. Oh, na, endlich. Oh. Danke. Mann, du, das war der blanke Horror. Geht's wieder? Ja, ja, es geht. Etwas Kühlung. Oh Gott, Mensch. Hier ist der Mantel. Danke. Ich hab geglaubt, das frisst sich für immer in meinem Gesicht fest, verstehst du, und geht nie mehr ab. Es sei denn, man reißt mir das Fleisch von Knochen. Sind meine Augenbrauen überhaupt noch dran? Schau in den Spiegel. Ist nichts passiert, überhaupt nichts. Wie kommen Sie eigentlich hierher? Ich hatte meine Autoschlüssel vergessen und bin noch mal in die Garderobe zurück. Die Sprechanlage war eingeschaltet. Da habe ich die Geschichte von diesem Mann mitgehört. Ja, ich werde jetzt lieber gehen. Sie können gerne hierbleiben. Du hast doch nichts dagegen, Georg. Nein, nein. Wie du willst. Ich verstehe bloß deine Reaktion nicht. Die Maske ist wie jede andere, mit der du bisher gearbeitet hast. Das gleiche hochelastische Spezialmaterial und die gleiche perfekte Passform. Es hat mich einfach umgehauen. Ich weiß auch nicht, was los war. Aber Ihrem Schrei nach zu urteilen, sind Sie auch ganz schön erschrocken. Weiß Gott. Transplantatio morborum. Wie bitte? Diese Blumen her? Du liegst im Krankenhaus, Stefan. Das habe ich nach den stundenlangen Untersuchungen auch mitbekommen, danke. Wie spät ist es denn? Kurz nach 11. Du hast großes Glück gehabt. Ich fühle mich wie nach einer Wüstenschlägerei, bei der ich den Kürzeren gezogen habe. Sag mal, warum bist du nicht am Set, Mona Lisa? Die Dreharbeiten sind unterbrochen. Bis wir eine neue Dispo haben. Herrscht ziemlich große Aufregung im Laden. Aha. Und dich hat man zu mir abkommandiert. Soll ich jemanden verständigen? Oh, bloß nicht, bloß nicht. Komm, hilf mir mal. Oh. Hey, hey, hey. Du darfst dich nicht so viel bewegen. Du hast Schürfwunden und Prellungen. Gebrochen ist zum Glück nichts. Wenn's mal bei Filmen nicht mehr klappt, kannst du glatt als Kindermädchen gehen. In 3 Tagen bin ich wieder am Set. Wollen wir wetten? Obwohl du angeblich keine Gehirnerschütterung davongetragen hast, scheint dein Denkapparat doch ziemlich gelitten zu haben. Als Kindermädchen werde ich dich nicht mehr lange nerven, weil die Produktion deine Agentin angerufen hat. Oh Gott. Sie war auch in hellster Aufregung. Ja, Sorge um ihre Provision natürlich. Wahrscheinlich sitzt sie schon im Flieger. So, ich werde mich jetzt auf die Beine machen. Hier ist dein Schlüsselbund. Den Porsche habe ich in die Garage gefahren.
Deine Haushälterin hat die Sporttasche mit Pyjama, Morgenmantel und Rasierzeug vollgepackt. Alles, wonach sich ein einsamer Mann in einem einsamen Bett so sehnt. Bona Lisas wundersame Verwandlung. Vom Kindermädchen zum Männertrost. Auch eine Sklavin des Herzens bleibt eine Sklavin. Die zwei Blumensträuße in Zellophan sind von der Produktion und der Crew. Die Moosröschen sind von mir. Oh. Gänseblümchen gab's leider keine. Also dann. Du wirst mir fehlen, Bona Lisa. Aber vielleicht guckst du ja noch mal rein. Du wolltest doch in 3 Tagen wieder am Set sein. Wer immer es ist, er kommt aufs Stichwort. Darf ich? Ja, bitte. Ach, übrigens. Daniela Lardon hat sich rührend um dich gekümmert. Man wollte dich zuerst in die allgemeine Unfallstation einliefern. Sie hat dafür gesorgt, dass du in dieses Krankenhaus gekommen bist. Hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Also dann, tschüss und halt die Ohren steif, Stefan. Grüße alle von mir. Mach ich. Darf ich mich vorstellen? Dr. Blanco, wie der Scheck, den man nie unterschreiben sollte. Ich bin Justiziar und einer der Rechtsanwälte von Dubrowski und Stöger. Die beiden Produzenten machen sich meinetwegen in die Hose, stimmt? Ich würde eine andere Formulierung vorziehen. Darf ich mich einen Augenblick setzen? Bitte, die Dame hat den Stuhl bereits vorgewärmt. Blanco, wie der Scheck. Ich setze voraus, dass Sie über die sofortige Meldepflicht bei Unfällen aller Art, die sich während der Dreharbeiten ereignen, Bescheid wissen. Die Versicherungsgesellschaft ist selbstverständlich bereits ins Bild gesetzt. Auch darüber, dass Sie, Herr Arland, sich in der vergangenen Nacht erst am Motiv, am Set, bereit erklärt haben, den Stunt selbst auszuführen. Stunt. Ja, Stunt. Da eine entsprechende Vertragsklausel besteht, sind wir diesbezüglich aus dem Schneider. Na also. Jean-Paul Belmondo hat in seinen Filmen die meisten Stunts ja auch selbst gemacht. Betrachten Sie ihn als mein Vorbild. Außerdem blieb mir ja gar nichts anderes übrig. Der vorgesehene Stuntman hatte sich nämlich bei der Fahrt zum Drehort die rechte Hand gebrochen. Sein Taxi hatte einen Auffahrunfall. Grotesk, aber wahr. Was Ihren Sprung durch die Fensterscheibe im 4. Stock des Speichers und somit den eigentlichen Unfall betrifft, so steht uns ja das belichtete Filmmaterial zur Verfügung. Ja, eben. Um die nächtliche Szene optisch aufzupeppen, wurde sie in Regenströme aus Feuerwehrschläuchen getaucht. Wasser stand ja genügend zur Verfügung, da wir in der Speicherstadt treten. Erinnern Sie sich an irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Ja. In der entscheidenden Sprungphase muss es zwischen der Aufnahmeleitung und der Schlauchbrücke zu einer Kommunikationspanne gekommen sein. Jedenfalls traf mich nach dem Sprung durch die Scheibe ein derart heftiger Wasserschwall, dass ich nahezu blind in die Tiefe stürzte. Wenn ich gegen die Bordkante des Heringslockers geschlagen wäre, der meine Landebasis bildete, säßen wir jetzt nicht hier, sondern bei einer improvisierten Trauerfeier für meine sterblichen Überreste. Na, nun machen Sie mal nicht den Teufel an die Wand. Ich hatte vor Ort mit dem Stuntkoordinator, in dessen Schule ich auch trainiere, alles genau abgesprochen. Anlaufgeschwindigkeit, exakter Absprungwinkel, modifizierte Abrolltechnik und so weiter. Stunt bedeutet schließlich so viel wie Kunststück. Try or die. Try or die. Ja, so lautet der Wahlspruch der Stuntmänner. Mhm. Versicherungstechnisch gesehen könnte sich dieser Spruch ziemlich negativ auswirken. Am besten, wir vergessen ihn so schnell wie möglich. Da fällt mir ein, die gestapelten Kartons, die meinen Aufprall auf Deck lindern sollten, hatten sich mit dem künstlichen Regen so vollgesogen, dass sie viel zu nachgiebig, ja geradezu schwammig waren. Das schlimmste Gefühl aber war, dass ich zu ersticken glaubte, weil ich den Monsterschädel nicht abnehmen konnte. Ich hörte schon die Engel singen. Aber Unkraut vergeht ja bekanntlich nicht. Jedenfalls habe ich Mordsschwein gehabt. Und die Firma ja wohl auch. Da die Sprungszene von 3 Standpunkten aus mit 3 Kameras gedreht wurde, eine sogar mit Slow Motion, muss ja die Sache mit dem Regen deutlich zu sehen sein. Das Filmmaterial befindet sich noch in der Kopieranstalt. Darum rate ich Ihnen in Ihrem eigenen Interesse und dem der Produktionsfirma, sich in den nächsten Stunden und Tagen, was Ihren misslungenen Stunt betrifft, am besten auf partielle Amnesie zu berufen. Vor allem, wenn ein Mensch von der Versicherung hier nachfragen sollte. Ja, die Ausfallversicherung deckt doch die verlorenen Drehtage ab, oder? Das ist unser erklärtes Ziel. Das bevorstehende Wochenende beschert uns sozusagen eine Schonfrist. Wann glauben Sie, die Arbeit wieder aufnehmen zu können? Am liebsten würde ich dieses Krankenzimmer schon morgen wieder verlassen. Also, das ehrt Sie, Herr Arland. Sie spielen nicht nur den harten Mann,
Sie sind es auch. Ja. Ich habe noch einen Termin mit dem Chefarzt, ein anerkannter Spezialist für Sportunfälle. Dann wünsche ich Ihnen im allseitigen Interesse baldige Besserung. Und vergessen Sie nicht, sich auf Amnesie zu berufen, Herr Arland. Ich dachte, bei Gedächtnisschwund könne man sich an gar nichts erinnern. Ja, ich empfehle mich. Guten Tag. Try or die. Tut mir leid, ich kann mich an nichts erinnern. Partielle Amnesie, infolge Schock. Stefan? Stefan, ich bin's, Georg. Ach, du bist es, Georg. Ihr habt nämlich schon dreimal einen Versicherungsritter angerufen. Ach so. Du, von dir ist ein tolles Foto in der Zeitung. Echt? Das Monster zwischen Himmel und Erde, unmittelbar nach deinem Sprung durch die Scheibe. Die Splitterwolke umgibt dich wie mit einer glitzernden Aura. Stell dir vor, Daniela Lerdon kam mit einer Flasche Moët Chandon bei mir in der Maske vorbei, obwohl sie deinetwegen überraschend drehfrei hatte. Wozu brauchst du Champagner? Ich bin der Patient. Na, nur kein Neid. Sie hat mich ganz höflich gefragt, ob sie mir einige Vorschläge zum Torolo-Mann machen dürfe. Sie hat ihn nämlich gekannt. Was? Naja, ich meine, sie hat einen Mann mit einem ähnlich verunstalteten Gesicht gekannt. Wahrscheinlich ist sie deshalb so erschrocken, als sie mich mit der neuen Maske sah. Sie hat ein paar prima Einfälle. Die Horrorvisage wirkt umso lebensechter und erschütternder, sagt sie, wenn sie als Kontrast tadellose Zähne hat, so wie du. Aha. Ursprünglich war ich ja für ein messerscharfes Piranha-Gebiss, aber sie hat recht. Ich finde es einfach toll, dass diese Frau sich so interessiert zeigt. Schließlich ist sie ein Star. Naja, und jetzt arbeite ich wie ein Verrückter an der Feinausformung der Maske, wie unter höherem Befehl. Verstehst du? Verstehe. Nett, dass du dich so besorgt nach mir erkundigt hast. Entschuldige, aber gestern habe ich es einfach nicht geschafft. Wie geht's? Bis auf die Prellungen und Schmerzen gut, danke. Die Lerdon hat sich eingehend nach dir erkundigt. Auch wo deine Eltern leben und wo du geboren bist und so. Wieso fragt sie mich das nicht selbst? Na, sie kommt dich bestimmt besuchen. Sie hat nämlich noch einen Bekannten in der Klinik liegen. Was? Hier? Na, jedenfalls habe ich das so verstanden. Interessant. Also, ich komme Samstag oder Sonntag bei dir vorbei, okay? Ja, das möchte ich dir auch geraten haben. Obwohl ich erst vor 36 Stunden eingeliefert wurde, kommt es mir so vor, du, als läge ich schon eine Ewigkeit hier. Stefan. Dabei war meine Agentin schon Stefan. Da. Hat mir ein neues Drehbuch auf den Bauch geknallt. Stefan, ja. Wenn du das nächste Mal die Lerdon siehst, soll sie dir die Geschichte vom gestohlenen Gesicht erzählen. Was für ein gestohlenes Gesicht? Ich muss Schluss machen, Stefan. Die neue Dispo kommt gerade. Mach's gut. Das gestohlene Gesicht? Hallo? Oh, Entschuldigung. Ich war wohl eben eingenickt. Ich wollte nur kurz nach Ihnen sehen. Ich komme direkt aus dem Studio. Wir haben den ganzen Tag nach einer Notdispo gedreht. Der Chefarzt ist übrigens recht zufrieden mit Ihnen. Ich habe ihn vorhin gesprochen, wir kennen uns privat. Ich wollte mich noch bei Ihnen bedanken. Ja, dass Sie sich nach meinem Desaster so fürsorglich um mich gekümmert haben. Habe ich gern gemacht. Wie kam das eigentlich, dass Sie mittwochnachts in der Speicherstadt waren? Sie hatten doch drehfrei. Ja. Wie kam es? Wenn man sich spontan zu etwas entschließt, gibt es meist zweierlei Gründe dafür. Den äußeren Anlass und den inneren Impuls, der aus dem Instinkt kommt. Ich hatte Besuch von meiner Agentin aus Paris und wollte ihr das fantastische Ambiente der nächtlichen Speicherstadt nicht vorenthalten. Das war der äußere Anlass. Als ich dann von Bonalisa hörte, dass sie den Stunt selbst machen wollten, nun, da begann mein Astraltiger zu knurren. In der Psychologie nennt man so etwas Vorausbewusstsein. Aber sollten wir nicht zum kollegialen Du übergehen? Es spricht sich leichter. Oh, gerne. Warst du denn schon bei deinem anderen Patienten? Vertraue deinem Visagisten ein Geheimnis an und am nächsten Tag weiß es die ganze Stadt. Georg Christian ist mein Freund. Ich weiß, es war nicht bös gemeint. Willst du dir die Geschichte von diesem anderen Patienten wirklich anhören? Es ist eine recht tragische Geschichte. Ich könnte dir stundenlang zuhören.
Dieser Mann geriet unter den Einfluss einer Sekte, die ihm sowohl in geistiger als auch in beruflicher Hinsicht eine glanzvolle Lebensperspektive versprach. Zunächst erwies er sich als treuer und begeisterter Anhänger. Als er schließlich herausfand, dass die Oberbonzen dieser Organisation mit Hilfe von raffinierten Erpressungen vor allem in die eigene Tasche wirtschafteten, verlangte er Rechenschaft. Das hatte bisher noch keiner gewagt. Um ihn gefügig zu machen, bedrohten sie ihn. Da drehte der Mann durch. Er zertrümmerte die heilige Glocke, die angeblich von keiner menschlichen Hand, sondern nur zu besonderen Anlässen vom Geist des verstorbenen Sektengründers geläutet wurde. Und was geschah nach diesem Sakrileg? Bei früheren sogenannten Lebenshilfegesprächen der Sekte mit dem ihm zugeteilten Ethikkommissar hatte man herausgefunden, dass dieser Mann von Jugend an einer Phobie, an einer großen Angst und großen Abscheu vor Kröten litt. Also legte man ihn zur Strafe nackt und gefesselt in eine Wanne voller Kröten und setzte ihm immer wieder diese fetten, warzenbedeckten Froschlöcher aufs Gesicht, bis er unter ihren glitschigen, sekretierenden Leibern zu ersticken droht. Eine Folter, die keine äußeren Spuren hinterlässt. Da wäre ich mir nicht so sicher. Aber ich möchte dich lieber nicht mit Familienangelegenheiten langweilen. Familien? Der Mann ist ein entfernter Verwandter. Später lebte er jahrelang in Afrika. Seine junge Frau hatte sich auf tragische Weise umgebracht. Es gibt im Leben Horrorgeschichten, gegen die unser Horrorfilm geradezu harmlos ist. Trotzdem habe ich um diese Rolle gekämpft wie um keine andere. Ich war von der Aussicht fasziniert, mit einem Monster zu arbeiten und zu spielen. Und jetzt sitzt dieses Monster voller blauer Flecken und Abschürfungen in einem Krankenzimmer. Neben einer Kollegin, die ihm statt ihn aufzuheitern eine düstere Story erzählt. Hauptsache, du bist da. Danke. Du hast Dienstagabend bei der Anprobe der Torollo-Maske unter einer typischen Phobie gelitten. Hast du dir über den Grund Gedanken gemacht? Nein, es ist danach so viel passiert. Ich könnte dir helfen, diese Abneigung zu überwinden. Nein, das muss ich schon selbst schaffen. Und ich glaube, ich weiß auch schon wie. Du hast doch Georg gestern etwas von einem gestohlenen Gesicht erzählt. Hat das mit etwas Ähnlichem wie mit Guna Guna zu tun? Jedenfalls gehört es in den Bereich magischer Spiegelrituale. Magischer Spiegelrituale? Wie sie von schwarzafrikanischen Medizinmännern praktiziert werden. Aber das erzähle ich dir lieber bei meinem nächsten Besuch. Du sollst keine Albträume wegen mir bekommen. Wir sehen uns morgen. Versprochen? Versprochen. Christian? Na, endlich. Ja, stell dir vor, ich bin auch mal zu Hause. Meine Frau hat mich fast nicht wiedererkannt. Aha. Wo brennst denn, Stefan? Hör mal zu. Meine physische und psychische Reaktion bei der ersten Anprobe der Torollo-Maske. Die zeigte doch alle Symptome einer Phobie. Ja. Ja, und wenn es mir nicht gelingt, diese zwanghafte Abneigung zu überwinden, dann war deine gesamte Arbeit umsonst, stell dir das mal vor. Da ist was dran. Ja, und darum kam ich auf die Idee, dass du vielleicht am Wochenende den Maskenschädel des Warzenungeheuers in die Klinik mitbringen könntest. Was? Ja, du brauchst ihn mir ja nicht gleich zu transplantieren. Ja, aber wie stellst du das? Aber hier hätte ich doch Zeit und Ruhe, mich an den Torollemann zu gewöhnen, verstehst du? Hast du denn ein Einzelzimmer? Natürlich habe ich ein Einzelzimmer. Bitte überlegst dir, ja? Na gut, ich lass mir Danke. Was einfallen. Bis dann. Na, sehen die Pusteln nicht aus, als ob sie gleich aufplatzen würden? Lebensrechter geht's nicht. Teufel. Dagegen sehen die Höllenfratzen des Hieronymus Bosch geradezu liebreizend aus. Die geschwürartigen Wucherungen sind alle Schaumgummi unterfüttert. Aha. Und die virulenten Warzen habe ich in mehreren Arbeitsgängen aus verschiedenfarbiger Gummimilch aufgetropft. Trotzdem ist die Mundpartie extrem elastisch, keine Sorge. Sobald ich dir das Ding übergestülpt habe, schaust du einfach so lange in keinen Spiegel, bis du dich daran gewöhnt hast. Ist das klar? Und dann erfuhr ich endlich, was es mit dem Spiegelzauber und dem gestohlenen Gesicht auf sich hatte. Es handelte sich um die Beschwörungsformel eines berühmten afrikanischen Medizinmannes. Wenn du
dir selbst von Angesicht zu Angesicht gegenübertrittst, ohne in einen Spiegel, ein glänzendes Metall oder ein ruhiges Gewässer zu blicken. So wird dein Ebenbild dir die Wunden vom geschundenen Antlitz lösen und dich von aller Qual befreien. Eine Transplantatio Morborum auf eine Spiegelexistenz, auf einen Wiedergänger, erschien mir ebenso fragwürdig wie unheimlich. Wir dürfen nicht aufhören, das Fantastische, Fremde und Dunkle in uns selbst aufzuspüren. Das war alles, was sie dazu sagte. Ein Verdacht keimte in mir auf. Noch etwas vage, aber schon mit scharf geschliffenen Widerhaken versehen. Danielas Vorausbewusstsein erschien mir eher als Vorausplanung. Die Reihe der Zufälle verflocht sich zu einem Strang, der sich mir um den Hals legte. Wie hatte sie noch gesagt? Ich habe noch um keine Rolle so gekämpft. Die Aussicht, mit einem Monster zu arbeiten und zu spielen, faszinierte mich. Sie spielt mit mir. Nicht nur vor der Kamera. Dass mein Stunt in der Speicherstadt misslingen würde, konnte sie nicht vorauswissen. Auch nicht vorausahnen. Jedenfalls weigere ich mich, derartiges zu glauben. Aber sie war am Drehort. Und sie war es, die mich in diese Klinik schaffen ließ, wo auch der andere lag. Wie konnte eine so intelligente Frau so hochgespannte Erwartungen in einen Urwaldzauber setzen? Dieser Mann ist wie ein Ertrinkender, der nach einem Strohhalm greift. Und ich will ihm diesen letzten Strohhalm reichen. Er hat es verdient. Wegen seines verunstalteten Gesichts floh er aus Europa nach Afrika, wo er jahrelang für die UNICEF an einem medizinischen Projekt mitarbeitete, durch das man Kindern zu helfen versucht, denen tückische Viren tiefe Löcher ins Gesicht fressen. Löcher, die oft den halben Kiefer freilegen. Unter diesen vom Schicksal gegeißelten Geschöpfen fiel sein Leiden nicht weiter auf. Als er lebensgefährlich erkrankte, habe ich alles getan, um ihn zurückzuholen. Er liegt im Westtrakt dieser Klinik. Ich weiß, dass er seine letzte verzweifelte Hoffnung auf den Spiegelzauber setzt. Auch wenn ihr mich für verrückt haltet, werde ich es tun. Georg Krestan hat eingewilligt, dass ich morgen Abend dem Kranken mit der neuen Horrormaske gegenübertreten werde. Du willst mit dem Torollerschädel? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Was soll das heißen? Ich erlaube es nicht. Aber Stefan... Ich könnte nie mehr die großen Liebesszenen mit dir spielen, die uns noch bevorstehen. Mir reicht's, dass du mir bereits als alte Frau erschienen bist, verdammt nochmal. Wann? Kurz vor dem Stunt. Ich als alte Frau? Ja. Das bedeutet einen Zeitsprung, einen Blick in die Zukunft. Und was habe ich gemacht? Mit dem Ärmel über die Scheibe gewischt. Glas bedeutet ein unsichtbares Hindernis. Vielleicht hätte ich sonst dein Gesicht gestreichelt. Ja, ja. Jedenfalls, diese Horrormaske ist ausdrücklich für meinen Kopf, für mein Gesicht gemacht. Also werde ich diese Sache übernehmen. Und wenn ihr mich mit dem Rollstuhl zu diesem Mann hinkarren müsst. Das würdest du wirklich für mich tun, Stefan. Monster bleibt Monster, hast du selbst gesagt. Wir werden die unheimlichsten Zärtlichkeiten der dritten Art erleben, zu denen zwei Menschen vor einer Kamera fähig sind. Das verspreche ich dir. Etwas ist mir bei dem ganzen Unternehmen bisher noch nicht klar geworden. Was soll denn unsere Maske des Torollo-Mannes durch die Gegenüberstellung bei dem Kranken bewirken? Er ist der Torollo-Mann. Jetzt wird mir so einiges klar. Ich setze mich an sein Bett. Komm, Stefan, wir müssen. Nee. Setz dich auf den Hocker. Es kann losgehen. Try or die. Transplantation ohne Klebeorgie. Keine Sorge, die Passform ist perfekt. Hoffentlich wird aus dem Spiegelzauber kein fauler Zauber. Geht es so? Ja, es muss gehen. Unsere Torollo-Maske ist verblüffend echt geworden. Geradezu lebensecht. Dafür hat sie ja wohl gesorgt. Stell dich bitte ans Fußende, Stefan. Ja. Vater. Er ist dein... Ja, er ist mein Vater. Ich halte mein Versprechen, Vater. Es ist soweit. Wenn du dir selbst
Angesicht zu Angesicht gegenüber trittst, ohne in einen Spiegel, ein glänzendes Metall oder ein ruhiges Gewässer zu blicken. So wird dein Ebenbild dir die Wunden vom geschundenen Antlitz lösen und dich von aller Qual befreien. Erkennst du dein Ebenbild, Vater? Erinnerst du dich an die alte Formel? Du stehst dir selbst gegenüber, Vater. Erkennst du dich? Meine Haut beginnt wieder zu brennen. Bitte halte durch. Ich habe das Gefühl, mein Fleisch verwandelt sich in schmelzendes Wachs. Es bläht sich auf. Es platzt. Vater, du siehst dich, ohne in einen Spiegel zu schauen. Du blickst in dein eigenes Gesicht. Die Maske wird immer hänger. Die Latexteile kleben wie giftige Krötenleiber auf meinem Gesicht. Ich bekomme keine Ahnung. Vater! Stefan! Um Gottes Willen! Stefan! Nach der neuerlichen Unterbrechung der Dreharbeiten sehe ich eine Menge Probleme auf die Filmfirma zukommen. Stefan Arland steht zurzeit unter Schock und ist nicht zu befragen. Der Vater von Daniela Lardon, der unter falschem Namen in der Klinik lag, ist in den frühen Morgenstunden verstorben. Was ist passiert, Herr Christan? Bei einer Gegenüberstellung von Stefan Arland und dem Vater von Frau Lardon kam es in dem Krankenzimmer zu einem mysteriösen Vorfall. Was war denn der Grund für diese Gegenüberstellung? Das muss Ihnen Frau Lardon erklären, dazu sage ich nichts. Wie Sie meinen. Und weiter? Aber bitte nur die Fakten. Nach Ablösung der Horrormaske des Torollo-Mannes, so lautet die interne Bezeichnung, zeigten sich in Stefan Arlands Gesicht erschreckende Veränderungen. Es bildeten sich schnell wuchernde Kolonien von Warzen, Wülsten und Epidermisknollen. Es sah aus, als würde seine Haut von irgendwelchen inneren Kräften ummodelliert. Eine gespenstische Höllentortur. Und ich stand hilflos daneben und konnte ihm genauso wenig helfen wie der herbeigerufene Arzt. Und zuletzt wies sein Gesicht die gleichen Missbildungen wie die neue Horrormaske auf, die ich für den Film geschaffen habe. Eine Maske, die exakt die Verunstaltungen widerspiegelt, unter denen Frau Lardons Vater jahrelang gelitten hat. Das ist korrekt. Er wurde auf mysteriöse Weise geheilt. Pardon, ich dachte, er ist tot. Ich meine, sein Gesicht sah plötzlich wieder normal aus. Plötzlich? Ja, vielleicht hat es auch eine halbe Stunde gedauert. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Seine dermatologischen Missbildungen wurden gewissermaßen auf Stefan Arland übertragen. Ja. Durch die künstliche Torollo-Maske hindurch, von der ich fest geglaubt hatte, dass sie einen sicheren Schutz vor dem Spiegelzauber bieten würde. Spiegelzauber? Das verstehen Sie nicht. Dann erklären Sie es mir. Was ist der Grund für diese mysteriöse Wechselerkrankung oder Erscheinung? Transplantatio morburum. Bitte? Nicht. Nicht. Ja. Dann sage ich jetzt, Monster bleibt Monster und Vertrag ist Vertrag. Ja, Vertrag ist Vertrag und deshalb muss ich weiterspielen. Jetzt und in alle Zukunft mit meinem eigenen Gesicht. Als Monster ohne Maske. Das gestohlene Gesicht, Hörspiel von Jörg Liebenfels. Die Rollen und ihre Sprecher waren Stefan Arland, Jörg Löw, Georg Krestan, Jochen Nix, Daniela Lardon, Alexa Wiegand, Bona Lisa,
Olga Heinz. Anwalt Blanco, Rainer Bock. Ton und Technik Steffi Eisele und Karl-Heinz Stoll. Regieassistenz Maria Omer. Regie führte Andreas Weber-Schäfer. Wir brachten eine Produktion des SDR aus dem Jahre 1906.